Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Jack 2 Renegade. So, Kamera. Dankeschön. Gut, wir haben ja jetzt eine Waffe erhalten, also können wir einfach mal zum Schießstand laufen. Oh shit. Stopp, keine Bewegung! Vorsicht! Boah, ich brauch trotzdem zwei Treffer im 7-Zeller liegen, das ist doch lame. Also ist er eins jetzt, die Schusstaste. Toll. Ergebt euch. Ist sehr, sehr toll. Habe sich Kontakt. Ich wollte nicht schießen, Leute. Leck um mich am Arsch. Aua. Lebt der noch, ey. Ich bin irgendwo ein wenig am Arsch. Fahr Dingsi. Moment, ich bin ja da. Rein da! Ja. Viel Glück! Schieß auf alles! Je schneller du ein Ziel erwischst, desto mehr Punkte bekommst du! Junge! Pass auf Zivilisten auf! Ein Schuss in die eigenen Reihen kostet dich Punkte! Komm her! Manche brauchen ja zwei Schuss, ist ja voll doof. Hat einen breiten Schussradius, das Scheißding. Ich hab irgendwie Glück. Kommt eine Mise vor, das Ding trotzdem eine scheiß Reichweite. Oh. Punkte sind mein Ziel. Also gib mir mehr. Gut. Da. Bums, bums. Bums. Wenn ich einen Tausender habe, kriege ich dieses doofe Geräusch. Ich kriege auch Punkte abgezogen, wenn ich Menschen schlage. Klasse. Perfekt. Darfst gerne meine Rückendeckung sein. Na, fantastisch. Ich habe einen neuen Freund. Lust, den Schießanlagenrekord zu brechen? Nein. Habe ich nicht. Ich muss mich erst dran gewöhnen. Komme ich draußen schon, wenn ich gejagt? Oder ist das einfach nur ein Glitch an der Musik? Ja. Patrouille in Sektor 9. Wahrscheinlich ein Glitch an der Musik. Ich muss das auf jeden Fall zu Fettback, hä? An alle, gehe zu Fuß weiter. Na,
Okay, wie ich eine Waffe in der Hand habe, ist das scheiße, weil die Menschen dann wegrennen. Aber so, ja. Alles in Butter. Ich soll ja letztes Mal doch ein paar Orbs verpasst haben. Ich will aber auch dafür wetten, dass welche außerhalb von Herausforderungen hier irgendwie in der Hubworld herumliegen. Klasse geschossen, Jack. Schon mal dran gedacht, ein Ödländer zu werden? Hm? Kann ich nicht behaupten. Ödländer suchen für mich Dinge außerhalb. Ja, ich habe das Ladekabel vom... Der Stadtmauer. Ja. Kein Artefakt und keine guten Waffen, die nicht durch meine Hände gehen. Arbeitet für mich und ich lasse euch die besten Stücke zukommen. Metallschädel umbringen? Coole Sachen kriegen? Hört sich gut an. Langsam, Jack und Mr. Fettbacke. Und jetzt nochmal zu mitschreiben, bitte. Es kommt nämlich nicht in die Tüte, dass ich nochmal zu den Metallschädeln rausgehe, okay? Dick wird euch alles zeigen. Also, ihr wollt Ödländer werden, ihr Weicheier? Wir werden ja sehen, aus welchem Eisen ihr seid, wenn's zur Sache geht. Crew will neue Trophäen, um mehr Gäste in den Hip-Hop zu locken. Also krall ich mir an der Pumpstation 5 miese Metallschädel für ihn. Jetzt macht ihr mal nicht ins Fell kleiner, denn wir haben ja den Friedensstifter. Wow, sowas brauche ich auch. Wo hast du den her? Frag nicht. Jemand muss sich den Rücken frei halten, während er die Metallschädel verfolgt. Wir treffen uns an der Pumpstation. Hört gut zu, Mädels. Lass mich ja nicht da draußen hängen, kapiert? Auf geht's. Wow. Verdächtige Aktivitäten in diesem Sektor. So, jetzt ist offenbar auch die große Jagdmusik aus. Sehr schön. Ich brauche eine Karre. Nur sagen wir es mal so, ich hätte furchtbar gerne Karre. So einen kleinen nervigen Roller oder was? Dies ist eine Schwebeverbotszone. Halt die Fresse, du schläfst doch. Ich brauche ein Fahrzeug. Da ist er. Es ist im Echt zu sein schon irgendwo ein bisschen seltsam, in einem Jump'n'Run wie Jack und Dexter nach einem Fahrzeug zu fragen, weil man sonst nicht schnell genug vorankommt. Doch, doch. Ich meine, ich kann mich damit arrangieren. Viele Spiele kommen ohne Fahrzeuge gar nicht mehr aus. Besonders bei so einem Spiel wie Jack 2, wo man plötzlich eine riesen Stadt hat, durch die man fahren muss. Ich kann das durchaus verstehen. Ich kann trotzdem nicht verstehen, wie kann man von so einem geilen, farbenprächtigen Jump'n'Run zu so einem düsteren Spiel übergehen. Das ist so unpassend. Ja, es ist fast so, wie wenn Sonic auf hart machen würde, nur dass es hier zu funktionieren schien damals. Sonic auf hart machen, das haben wir in Sonic Adventure 2, das haben wir in Sonic 2006. Das haben wir, zum Teil, in Sonic Unleashed. Und natürlich hat man das auch in Shadow of the Hedgehog. Aber keins der Spiele konnte jemals ernst genommen werden mit solchen Stories und die haben auch nicht wirklich Spaß gemacht. Bei Shadow the Hedgehog, dem Spiel, war das ja eigentlich ziemlich offensichtlich, dass Shadow total der Held ist. Nur wie sie entschieden haben, wie man umgeht mit dem Storytelling. Das war Bullshit. Yo, schon brennt die Karre. Da laufe ich lieber. Kann man gehen. Oh. Schlachtalarm! Moment. Oh shit. Was habe ich getan? Was habe ich getan? L2 ist die Dark Jack Taste. Bin ich unbesiegbar in diesem Modus oder warum? Nein. Ich bin normal, Leute, ich bin normal. Da wollte ich eigentlich gar nicht dran. Nein. Aber was soll's, die Karre hat sowieso mehr HP. Hält mir aus. Es ist so doof, ey. Eine Kleinigkeit, man wird gejagt. Haha! Bumm, Station. Ja, jetzt muss ich ja wieder in die Slums. Jetzt muss ich ja wieder durch die ganz engen Straßen.
mit schlecht umsorgten Ampeln. Ah! Moment, dieses Spiel hat keine Ampeln. Seht ihr, das fehlt dem Teil ein bisschen. Das fehlt der Stadt ein bisschen. Ein Ampelsystem. Oh shit, die Karre brennt. Abhaumodus, Abhaumodus, Abhaumodus. Schlagt nicht Alarm, seid ihr noch alle. Fettbacken. Bleib mir vom Leib! Ah, ich hab sie abgewimmelt. Schafft das mal. Ah nein, das mache ich jetzt nicht. Ich muss auf jeden Fall erstmal zur Pumpstation. Suche nach Verdächtigen. Gerade noch an der Crimson Garde vorbeigekommen. Vertraut mir. Ah, da sind wir ja endlich bei der Wassersiedlung. Die Wassersiedlung, ganz viel Wasser und eine Siedlung. Warum man auch immer Häuser so bauen muss. Das sieht Borderlands ja noch besser aus. Das war jetzt kein Scherz. Borderlands sieht besser aus. Auch wenn ich den Stil trotzdem nicht mag. Sesam, öffne dich. Verlassen wir Stadt auf eigenes Risiko. Danke für den Hinweis. Hallo Mädels. Lust ein paar Metallschädel zu jagen? Kommt mit, bleibt dicht hinter mir und passt gut auf. Das wird lustig. Los geht's. Jetzt ist sie überall. Ammo drin, anstatt dunkles Ego. Meins. Ich hoffe nur, es ist kein Friendly Fire, das konnte ich jetzt nicht unbedingt austesten. Ich folge dir, sobald ich das wirklich Ego habe. Beeil dich, Kleiner, ich habe nicht ewig Zeit. Ja, ja. Bleibt hinter mir, ich lasse den Tank hochgehen. Tank? Wo? Oh. Ach, der Tank. Kaboom, kaboom, kaboom. Super, Kleiner, aber bin dir bloß nicht ein. Ey. Ja. Die hätte ich. Die hätte ich auch gehabt. Schnell, lass die Brücke runter. Spring hoch und zieh die Brücke runter. Ich muss nur draufklettern, um die runterzuziehen. Ernsthaft? Schnell über die Brücke, bevor sie zurückkommen. Ja. Da ist unser erstes Ziel. Halte du die anderen Kerle auf. Ich lade den Peacemaker. Oh ja, der Peacemaker. Also entweder das Wasser ist Säure oder die kriegen auch falsch. Nee. Knarre macht sie sofort kaputt. Bekomme ich den Stein? Ein gegrillter Metallschädel. Auf zum nächsten Ziel. Ich hätte furchtbar gerne den Stein. Aua. Müssen Sie solche schockierend guten Werkzeuge haben? Bei Metallschäden sage ich, erst schießen, dann fragen. Komm hier rüber und bleib dicht dran. Da ist der zweite Mistkerl. Leichtes Ziel. Mit Deckung. Der hat nette Weisheit, ist aber ein bisschen zu schießwütig. Ich frage mich, ob du bist. Was? Ich hab geschossen, warum hat er nicht getroffen? Ah, fantastisch. Los geht's. Ganze Schose von vorn. Ärger, Mama. Ja.
Mann,